Das wollt ihr so lassen dann, oder was? Na klar. Das wird richtig cool. Da würde ja gar nicht rausschneiden, weil der gar kein gar Kanal nicht. Nee, komm, wir schneiden der da nicht raus. Fail bleibt drin. Ja. Okay, und jetzt soll ich dann anmoderieren. Ja, 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 also genau, Tino macht jetzt die Anmod. Wie heißt das Projekt? From Zero to Hero. Okay. Dann, ja, herzlich willkommen, ne? From Zero to Hero. Wer macht Zero, wer macht Hero? Also ich bin der Hero und Excel wäre dann in dem Fall das Hero. Ja, er träumt halt wieder, aber okay. Ja, und heute auch mit dabei Pupsi und Schnurze. Ja, genau. Hallo. Ja. Hallo. Hallo. Ne, Pupsi und Schnurze, die Hauptakteure bei dem Projekt. Wer ist das gleich? Also ich bin Pupsi. Achso. Und Manus Schnurzel. Ja, es ist Schnurzel. Ja nichts anderes übrig dann. Aber ihr habt keinen OnlyFans-Account zusammen oder sowas? Nee, noch nicht. Wir haben es als Berater arbeiten wir. Ja, ja. Okay, haben aber krass, überlegt, ob wir es zusammenlegen langsam. Und wie viel zahlt ihr den Leuten, dass sie da abonnieren? Also ich habe jetzt 4,99, aber ich glaube, ich muss auf 7,99 gehen. Ach, verdammt. Sind zu viele, meinst du? Es läuft nicht, ja. Es kommt keiner. Unglaublich. Ach, da denkst du, machst du teurer und dann denken die Leute, der Content ist hoherwertiger und die Chance besteht nee, du eher, hast ja gesagt, was wir denen zahlen. Aber nicht, aber, was wir verlangen. Ach, so. Ja, das macht Sinn. Aber ich dachte mal bei dir aus Gesichtskontrolle. Aber hast du gerade meine Idee, die ist gar nicht dumm. Umso teurer du das machst, umso da denken die Leute, umso höherwertiger ist der Content und umso eher schauen sie vielleicht mal rein. Geschäftsmann durch und durch. Macht Sinn. Das macht ja Sinn. Das ist gut durchdacht. Ne? Aber die Enttäuschung ist natürlich eine einmalige Geschichte, weil die Enttäuschung ist natürlich den Leuten dann bestimmt ins Gesicht geschrieben. Ah, ja. Ja, aber sie haben ja dann schon bezahlt. Das kann mir egal sein in dem Fall. So gesehen ist das natürlich. Ja. Gut, kommt drauf an, wie sie es bezahlen. Ne? Das hat keinen wiederkehrende Kundschaft. Naja, Nachhaltigkeit ist natürlich für den Arsch. Ne? Das kann man schon so sagen. An dieser Stelle möchte ich einfach mal festhalten, wir gehen gerade unseren Businessplan für 2021 durch. Und ich muss mal fragen, hast du eigentlich, was wollte ich jetzt sagen? Achso, es ist zwar ein anderes Projekt, aber hast du den Leuten schon erzählt, dass dir einer deine Olga bei Schwarzing ausspannen will? So, okay, wir fangen dann jetzt langsam an. Eier rein, Leute! Und ohne, dass meine Stimmung gar nicht wieder... Unglaublich, ist ein Junge! Unglaublich, sei gut, der! Da geh ich fest, ey. Unglaublich, hast... Warte, ich muss nebenbei noch was gucken. Unglaublich, unglaublich. Okay, um was geht's heute? Also um was geht's heute? Vielleicht kann ich euch einen guten Tipp mitgeben. Das erklärt uns der liebe Schwabbe. Genau. Ach, wir sind jetzt hier bei der dritten Challenge. Eierreihe. Passt ja gut zu Tino. Ach, eine Challenge? Ja. Oh. Und wie ihr schon vielleicht sehen könnt, wir können ja mal kurz auf die Seite gehen, wo ich gerade stehe. Eierreihe. Haben wir doch schon mal gespielt, oder? Nee. 6 Körbe stehen mit ganz vielen, also mit 4 verschiedenen Farben. Ja. Da sind dieselben Farben natürlich drin und ihr müsst quasi die Farben sortieren hier in die 4 Körbe rein. Welchem Hof muss man sein? Stimmt. Im blauen. Fun. In dem Fun. Genau. Wichtig ist für euch, sag doch mal ruhiger. Ganz, es ist wirklich wichtig. Das ist wirklich wichtig. Ja. Wenn diese Eier hier hinter, also hier zwischen die Mauer und dem Tisch fallen, sind die weg. Da kommt ihr nicht ran. Also wirklich nicht. Okay. Na, der Erste, der halt fertig ist, gewinnt. Wenn halt jetzt Excel 1 verliert und Manu 2 verliert, dann hat er halt Excel gewonnen. Okay. Und ich wenn er halt alle Eier drin hat. Genau. Also gut, also bitte die Eier nicht hinter den Tisch fallen zu lassen. Also bloß nochmal zum Verständnis. Die Eierfarben jeweils egal wie in den Korb, ne? Die müssen nicht immer, also die müssen nicht sortiert sein. Na doch, klar. Du musst hier also blau muss halt in einen Korb rein, rot in einen Korb, grün und gelb in einen Korb. Okay, und sollen wir dann hier von der Markierung aus nur werfen oder? Nein, ihr könnt die hintragen. Echt? Nicht werfen. Okay, hintragen. Das geht schief. Das verspreche ich dir. Da wirst du vielleicht einen treffen oder zwei. Ja, lass doch gucken. Also wir dürfen die definitiv hintragen. Ihr dürft die aufnehmen und hier reinlegen dann in die Körbe jeweils. Okay, darf ich mal einen probieren, bloß mal um zu gucken? Dann darf auch dein Kontrahent auch mal einen probieren. Okay, dann lassen wir das. Gut. Oh, toll, jetzt habe ich ihn angefasst. Ja, er hat angefasst. Was ist denn das? Gibt es eine Strafe? Ja. Weil es war ja nicht, ja, das war ja... Das ja. Auch an. Ja, dann fast ja, aber das ist ja schon wieder eine Benachteiligung. Ist das immer so anstrengend? Ja. Was ist denn hier anstrengend? Ich habe von dir gelernt. So, So anstrengend bin ich aber nicht. No! Bei mir ist ja der Unterschied, ich gewinne halt immer. Ich bin halt gut. Okay. Okay, lassen wir das. Ja, lass mal das Thema, wer hier immer gewinnt. Ja, habt ihr noch Fragen? Also,
Wir können aus den ganzen Körben, können wir auswählen hier, welche Farbe, tragen die hier rüber. Und quasi, wenn der erste Korb voll ist, den hat man dann gewonnen, oder was? Nein. Ihr müsst alle 6 Körbe leer machen und die Farben hier in die 4 Körbe reinsortieren. Es sind 4 verschiedene Farben, die müssen dann jeweils hier drin liegen. Wer zuerst die 6 Körbe leer hat und die 4 Körbe voll hat, hat gewonnen. Okay. Ja, deswegen ist es halt auch nicht gleich verloren, wenn jetzt einer zwischen Mauer und Tisch liegt. Würde ich trotzdem weitermachen, weil es kann ja dem Gegner genauso passieren, dass da einer da hinten drin liegt und er nicht mehr rankommt. Okay. Ja. Ja, macht Sinn. Gut. Sonst noch Fragen? Nee. Ihr habt alle Zeit der Welt. Wo fangen wir an? Okay. In dem Viereck oder was? Dann muss ich ganz ehrlich sagen, klinke ich mich jetzt mal aus, wenn ihr eure Challenge hier macht. Mit den Eiern. Und an der Stelle wünsche ich euch viel Spaß und viel Spaß und viel Erfolg. Ja, danke. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. So. Können wir auch über den Tisch springen? Ihr könnt auch gerne über den Tisch springen, ihr könnt gerne auch unten drunter durchkrabbeln, wenn ihr das möchtet. Oder? Das geht nicht. Ist er. Gut, seid ihr bereit? Jo. Ja. Der liebe Janik kann leider gerade nicht anmoderieren, der hat nämlich gerade ein kleines technisches Problem zu Hause. Ja, dann mach du, Marie, sehr gerne. So, meine lieben Freunde, dann möchte ich mal sagen, 3, 2, 1. Ja, Ruhe liegt die Kraft, meine lieben Freunde. Beide Kontrahenten sind super ruhig bei der Sache. Was für eine Eleganz sie die Eier rübertragen in ihre Körbe, in ihr neues Nest. Ich hoffe, der Stream ist ab 18. Meine Manu liegen jeweils schon bei 2 Farben 3 Eier drin. Jetzt sogar 4 in einem Korb. Oh, der ist so. Bei Excel 1 sind. Und da ist ein Ei runtergefallen beim Herrn Foley. Gut. Aber nicht wieder aufheben. Ja, ich denke, doch, wenn er rankommt, kann er das gerne aufheben. Aber wie schon gesagt, alles, was unterm Tisch liegt, oder so, ist halt relativ schwierig ranzukommen. Das war's besser. Deswegen halt vielleicht lieber erstmal genau liegen lassen. Es kann ja dem Kontrahenten genau noch so passieren, dass er ein Ei verliert. Aber das lag im Korb, ne? Nur mal so. Ja, genau, deswegen. Ich weiß, aber deswegen sage ich ja, macht langsam. Das ist halt wirklich. Es funktioniert, aber es ist halt trotzdem ein bisschen. Ups. Da ist dem Herrn Foley sein Ei runtergefallen. Unglaublich. Herr Foley, lachen Sie doch mal bitte. Einmal im Leben. Da liegen 5 Eier in einem Korb bei Manu. Ups, Besting. Ein Ei. Nein, und es ist verloren beim Herrn Manu. Ei ist verloren. Achtung. Oh, Scheiße. Mann! 4 Eier drin von Rot. Ich glaube, die beiden Kontrahenten werden immer schneller jetzt mit ihrer Arbeit. In der Ruhe liegt die Kraft, meine lieben Freunde. Es geht halt auch darum, wer zuerst seine Eier aus den hinteren Körben raus hat, der hat vielleicht gewonnen, je nachdem, wie viele er halt unten liegen hat. Also bis jetzt liegt's, ist Gleichstand, meine lieben Freunde. Tatsächlich. Bei beiden liegen 5 rote im Korb. Beim Herrn Foley jetzt 6 rote. Damit sind alle roten beim Herrn Foley weg. Ja, mal sage ich jetzt Stopp oder was? Du oder versuche ich das rauszukriegen? Nee, du hast ja alle drin. Ja, dann bin damit ich Stopp. Hast du gewonnen. Okay. Weil, ich sag mal so, hätte Milo jetzt 2 unten liegen gehabt, dann hätte können extra noch weitermachen. Ja, dann ist das jetzt ein Unentschieden. Man kriegt das echt nicht mehr raus. Aber es ist halt trotzdem, da müsste ich jetzt echt nachfahren. Wie gesagt, es lag im Korb. Ja, ich weiß, es lag im Korb und es ist hinten rausgefallen. Da kann ich aber auch nichts gegen machen. Deswegen habe ich extra gesagt, macht langsam bitte.
Weil die können da drin liegen bleiben, wie du ja bei allen anderen gesehen hast. Ja, aber es lag halt drinne. Deswegen, also finde ich das, ja, gut. Ja, war bei Milo aber ähnlich. Finde ich, ja gut, das kann ich nicht einschätzen. Dennoch lag es halt im Korb und ist dann durchgeklitscht. Das ist halt, ja. Das ist halt wieder das bisschen Benachteiligung. Das ist halt, ja, das würde ich halt auch sagen. Aber Manu war in einer Hinsicht auch ein bisschen schon mal fertig, ne? Bei dem Ganzen. Manu war fertig, wobei Herrn Foley noch zwei gefehlt haben. Genau, deswegen bei Herrn Foley, bei Herrn Milo ist halt auch aus dem Korb geplumpst. Ja, also heißt es ja, dass Manu dann gewonnen hat, weil er schneller war. Ja, richtig. Und dennoch steht es 2-1 für Herrn Foley und er hat damit die heutige Challenge gewonnen. Hey! Sehr schön. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist sehr, sehr schön. Aber ich will jetzt trotzdem versuchen. Warte, ich will versuchen, dieses komische Ei herzukriegen. Vielleicht krieg ich es noch. Kriegst du nicht raus. Du nimmst das oben drüber. Nee, scheiße, warum nimmst du das oben drüber? Kriegst du nicht raus, keine Chance. Ist ja zum Kotzen, ist ja echt zum Mäusemelken. Kriegst du echt nicht das Scheißding. Wir haben das getestet, das hast du keine Chance. Wenn das unten drunter liegt, kommst du da nicht mehr ran. Kriegst du wieder bloß das obere hier. Wenn man die Eier dann hier oben rausnimmt. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Ja, dann lass mal zum Dingsbums hier gehen. Zum Punkt des Üblichen hier. Genau, also... Schade, Jungs, schade und Mädels. Noch kurz auf Herrn Milo. Der braucht wieder ein bisschen länger. Leiblich. Was ist denn hier Cheater? Ich habe überhaupt nichts gecheatet, junge Dame. So weit aber auch. Gut. Dann sage ich nochmals herzlichen Glückwunsch, Herr Foley, zum als Gewinner der heutigen Challenge. Ah, danke. Und zugleich ja auch der letzten Challenge, bevor die Abschluss-Challenge kommt. Heftig. Genau. Damit dürften sie auch insgesamt die Tabelle anführen. Also führen sie auch damit an. Weiterhin. Die Challenge-Tabelle. Zu wie viel? Ja, kann man, weiß man das? Ich weiß es leider nicht. Ich habe es noch nicht recherchieren können, Herr Fauli. Okay. Aber sie stehen, also 2-3 Punkte Vorsprung dürften sie circa haben. Das klingt ja gar nicht so schlecht. Genau. So, und damit auch direkt mal noch ganz schnell jetzt zum Gewinn. Ah, okay, ja, genau. Ja. Was haben wir denn gewonnen? Gar nichts. Wie, gar nichts? Es gibt heute nichts, da der Gewinn von der Abschluss-Challenge so immens groß und sagenhaft ist, haben wir uns entschlossen, dass es heute nichts gibt, weil sie brauchen nichts mehr, was wir ihnen geben könnten, wie ihre Höfe oder arbeitsleistungsmäßig. Deswegen haben wir uns also entschieden, es gibt heute nichts. Soll ich mal Penunzen? Knete? Nein. Kanaster? Zaster? Ja. Sie brauchen nichts. Sie haben genug Geld. Ja, weißt du doch nicht, ob ich das brauche? So 100.000 wären nicht verkehrt gewesen. Ne? Ja, das glaube ich Ihnen gerne, aber das wäre jetzt nur noch vielleicht... Wer bringt denn da ein Ei mit? Erfolg, hier ein zu präsentieren. Goldenes Ei hab ich gewonnen, oder was? Du bist, das ist ein Gründer, okay? Das nehme ich aber dankend an. Warte. Auf Ihren Traktor, aber jetzt auch. Du elendes Ding, warum kannst du das jetzt nicht erwähnen? Weil du nicht in dem Hof bist. Oh, natürlich. Ich bin nur in dem Hof. Warum? Auf dem Bett, ich will das Ei. Oh, verdammte Axt, ey. Doch jetzt nicht so. Da musst du in unseren Hof. Danke schön, Herr Fauli, dann nehme ich das jetzt. Hallo, gibst du mein Ei wieder her, oder was? Mein goldenes, welchen Hof muss ich? Ich will mein goldenes Ei halten, warte. Also ich bin in Leitung und ich kann es aufheben. Ja. Wo ist mein Ei? Hier. Warte. Ja, ich habe mein goldenes Ei. Ich bedanke mich recht herzlich und es gibt echt keine Penunzen. Nein. Weil sie, wie gesagt, es wäre jetzt alles nur noch Verfälschung von Endergebnissen. Deswegen, das macht für uns keinen Sinn mehr. Herr Foley, ich habe eine andere Idee. Lassen Sie das einmal gefallen. Da geht's aber kaputt. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben die Challenge heute gewonnen. Mehr kriegen genau. Wir nicht. Sie haben die Ehre, ihren Kollegen zu besiegen, ein weiteres Mal zu demütigen, ist doch eigentlich Gewinn genug für Sie, oder? Wenn du so sagst, klingt das echt schmackhaft, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Das hat schon... Verzeihen Sie bitte, Herr Meiler. Ja, das will den Anhänger, das ist gut. Aber Manu... Manu... Jetzt gehen Sie mal weg, junge Frau. Ich beglückwünsche dich recht herzlich zum, zweiten. Okay, gut. Gut, dann moderieren wir ab. In diesem Sinne, meine Lieben, schreibt da gerne in die Kommentare, wie ihr es fandet, einem drum und dran. Und wir sagen erstmal Tschüss und Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.